In diesem Video kommt jetzt die Wurzel das erste Mal vor. Wir sehen hier einen ganzen Haufen Wurzeln. Dabei habe ich ja oben schon gesagt, dass ich das hier nochmal wieder erwähnen will. Wenn man eine Wurzel hat, zum Beispiel haben wir ja da eine vierte Wurzel von irgendeinem A. Wichtig ist, dass ein Mal dazwischen steht und einer vierten Wurzel von irgendeinem B. Dann können wir aus den Wurzeln ja auch Exponenten machen. A hoch 1 Viertel mal B hoch 1 Viertel. Und dann können wir, so wie wir vorhin geteilt haben, natürlich auch wieder zusammenfassen. Wir haben A mal B hoch 1 Viertel. Oder eben halt A mal B und davon die vierte Wurzel. Also hierbei ist immer so, dass man die Wurzeln entweder als Exponenten auffassen kann oder eben halt auch als Wurzel schreiben kann, was auch daran liegt, dass die Wurzel letztendlich die Umkehrung der Potenzfunktion ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel a hoch 3 habe und das Ganze hoch 1/3 nehme, dann ist das ja a mal hoch 3 mal 1/3, also a hoch 1. Und das ist dann wieder die Aufgabe, das Ganze selbst. Das heißt, nehme ich erst a hoch 3 und dann hoch 1/3, dann komme ich wieder auf a. Das heißt also, die beiden Funktionen heben sich gegenseitig auf. Das bedeutet natürlich aber auch, dass a hoch 3 und darüber die dritte Wurzel geschrieben natürlich auch a ist. So, mit diesem kleinen bisschen Rüstzeug können wir uns sofort dann die Aufgabe 2 machen und hier die Potenzgesetze wieder anwenden. Dabei sehen wir hier überall vierte Wurzeln auf dem ganzen Kram mal und auch das durch ist ja auch eine multiplikative Verknüpfung dazwischen. Das heißt, wir können das Ganze erstmal auf einen Bruchstrich schreiben, dann schreiben wir alle Zahlen nach vorne, alle Variablen nach hinten, dann haben wir hier ein r hoch 3 und dann r. Es gibt also r hoch 3 mal r hoch 1, also auch r hoch 3 plus 1. Das s ist allein. Hier unten haben wir ein s Quadrat und das r schreiben wir auch erstmal so hin. Und dann können wir hier ein bisschen drin rumrechnen. 12 zum Beispiel und 6, da kann man eine 2 rauskürzen. Deswegen haben wir hier oben nur noch 2 mal 20 sind 40. R hoch 3 plus 1 sind r hoch 4. Hier unten haben wir noch ein r, also minus 1, gibt dann r hoch 3. Und dann haben wir hier noch s durch s Quadrat, gibt dann s hoch 1 minus 2, also s hoch minus 1 oder 1 durch s. Und hier haben wir ja gerade die 6 rausgekürzt, das heißt nur unsere 3 bleibt stehen. Und wenn man wollte, kann man natürlich die große Wurzel auch wieder zu 2 kleinen Wurzeln machen. Ähnlich kann man hier verfahren. Hierbei ist es jetzt ganz günstig, die Wurzel einzeln auf diese Faktoren zu verteilen, weil 16 ist 2 hoch 4. A hoch 4 hoch 1 Viertel können wir auch wieder schön ausrechnen. Das ist ein Vielfaches von 4, hier haben wir ein Vielfaches von 4. X, die 8 ist ein Vielfaches von 4, die 4 ist ein Vielfaches, die 12. Wenn wir das alles so schön einzeln schreiben, dann können wir uns das wieder vorstellen, so wie wir das hier oben geschrieben haben. Das heißt, wir haben 4 mal 1 Viertel ist 1, 8 mal 1 Viertel ist 2, 16 mal 1 Viertel ist 4, 8 mal 1 Viertel 2, 4 mal 1 Viertel 1, 12 mal 1 Viertel 3. So, und hier sind ebenfalls einfach nur die Wurzeln entsprechend gezogen. Denn 2 hoch 2 ist 16 und 5 hoch 4, 2 hoch 4 ist natürlich erst 16 und 5 hoch 4 ist 625. Wenn wir jetzt natürlich Mehrfachwurzeln haben, dann wird das Ganze im Kopf etwas arg unübersichtlich. Da sollte man dann dazu übergehen, sich die Potenzen auch wirklich mal hinzuschreiben. Wenn man die sich mal hingeschrieben hat und so aufgelistet, dann sieht man sehr schnell, dass, wenn man das Ganze multipliziert, das Ganze 1 ergibt. Also ist dieser komplizierte Ausdruck nichts anderes als r. Im Teil b können wir ähnlich fix vorgehen. Auch hier gucken wir, ob die 81 vielleicht eine Quadratzahl ist. Denn hier haben wir so schöne Quadrate dran. Hier haben wir hoch 3 dran, da haben wir eine dritte Wurzel, eine fünfte Wurzel mit hoch 5, eine vierte mit hoch 4.
Vielleicht kriegen wir hier auch noch 32 ist 2 hoch 5. Ach Gott, wie passt das gut. Und 81 ist 3 hoch 4. Und wenn man das alles hat, kann man sich das schön hinschreiben. Also sprich, die Wurzeln weglassen, entsprechend auflisten. Und dann sind 9ab plus 2ab eben 11ab. Und 9ab plus, hier ist, müsste ein C stehen, da ist ein Tippfehler drin. In Ihrem Skript natürlich schon behoben. Und dann haben wir hier 5 plus 3 sind 8bc. So, dann haben wir hier die nächste Aufgabe. Die soll man durch Wurzel b teilen. Man kann immer am allerbesten etwas eine Summe durch b teilen, indem man jeden Summanden für sich durch b teilt. Das heißt, wir teilen sowohl den durch b, das machen wir hier, und den durch b. Das machen wir da. Außerdem habe ich noch die Wurzeln auf die einzelnen Faktoren verteilt, damit man besser sieht, was man da kürzen kann. Und dann kann man hier sofort sehen, ah ja, da ist was falsch, was zu viel oder doppelt, das können wir rausnehmen. Und wenn man das rot gestrichene weglässt, landet man automatisch bei dem, was hier hinter steht. Also x Wurzel a minus a Wurzel y. Das kann man, wenn man will, noch weiter ausmultiplizieren, auskürzen oder sonst irgendwas. Das ist aber jetzt an dieser Stelle hier nicht sinnvoll.